Hallo, liebe Hydroponik-Tomatenfreunde, hier ist der Dietmar. Es ist Ende August und wie ihr sehen könnt, habe ich meine Pflanzen jetzt mal radikal zurückgeschnitten. Da war eh nicht mehr viel dran. Hier hängen noch ein paar Tomaten rum. Die Gurken habe ich schon abgeschnitten. Ob noch was nachkommt, weiß ich nicht. Gehen wir mal zum Weißen Turm. Da habe ich auch alles Unnötige weggeschnipselt. Ein paar rote Tomaten sind noch drin. Und auch ein paar grüne, die noch nachreifen können. Gurken gibt es hier auch schon länger keine mehr. Damit das Video nicht so traurig klingt, zeige ich euch jetzt meine Venusfliegenfallen. Die haben sich prächtig entwickelt. Ein paar Sonnentau habe ich auch mit einem Drachen drin. Spaß. Meine Nepenthes, zwei Stück und zwei verschiedene Sarazenien. Da sind noch ein paar Nepenthes, die habe ich Anfang des Jahres auch zurückgeschnitten. Die kriegen jetzt jede Menge Seitentriebe. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann, aber ich denke schon. Da ist noch mein Glücksbambus, die Salatpflänzchen, die kommen jetzt dann demnächst in den einen Turm zumindest. Und dann verabschiede ich mich jetzt mit ein paar Fotos bis vielleicht in 2 Wochen. Tschüss!